all über alles der Frühling eingezogen. Ich liebe diese Jahreszeit, wenn überall junges Leben sprießt. Und ich bin rein gar nicht erstaunt, dass es so unendlich viele Traditionen gibt, die den Einzug des Frühlings feiern. Diese Jahreszeit zelebriert das Leben. Traditionen schließen eigentlich immer Essbares ein. Und Hot Cross Buns in Irland, aber auch in Großbritannien und anderen englischsprachigen Ländern bekannt, sind süße Hefebrötchen, die traditionellerweise am Karfreitag gebacken und serviert werden, um das Ende der Fastenzeit, wie sie noch von vielen Christen seit Fastnacht gehalten wird, zu markieren. Die ersten Rezepte für diese Brötchen stammen aus dem 18. Jahrhundert, aber ich bin mir sicher, dass sie schon lange vorher gebacken wurden, wenn endlich wieder reichlich Milch und Butter und Eier nach einem langen Winter zur Verfügung standen. Leute haben diese leckeren Backwaren nach einem langen, kargen Winter so geliebt, dass sie sogar Lieder für sie komponiert haben. Hier ist meine Version von Hot Cross Buns. Was ich über die Zeit festgestellt habe, ist, dass solch süßes Hefegebäck am besten gelingt, wenn alle Zutaten schon zimmerwarm sind und man das Ganze in einer warmen Küche zubereitet, weil die Wärme der Hefe dabei hilft, den Teig schön fluffig und locker zu machen. Besonders die Butter sollte schön weich sein und die Milch und Eier lauwarm. Zuerst das Mehl mit der Trockenhefe vermengen. Dann den Zucker und die Gewürze dazufügen. Und das Salz und die Trockenfrüchte. Dann kommt die Butter dazu. Als nächstes verquirle ich die Eier mit der Milch in einer kleinen Schüssel. Dann zerkrümle ich die Butter mit den trockenen Zutaten. Und füge die Milch-Ei-Mischung dazu. Wenn alles gut vermengt ist, der Teig ist immer noch etwas klebrig, decke ich alles mit einem Küchentuch zu und gebe dem Teig ein paar Minuten Pause. Dann wird der Teigklumpen schön kräftig durchgeknetet, bis er weich und glatt ist. Wenn der Teig zu klebrig ist, noch etwas Mehl dazu tun. Dann den Teig wieder in die Schüssel und abdecken und auf diese Weise in der warmen Küche gehen lassen, bis er sein Volumen verdoppelt hat. Das kann so 1 bis 2 Stunden dauern. Dann den Teig kurz durchkneten und nochmal abdecken. Das Abdecken hier ist wichtig, weil Hefe Temperaturschwankungen nicht mag und wenn Hefe einen kalten Luftzug abbekommt, lässt sie den Teig nicht mehr richtig gehen. Und dann wird das Gebäck schwer und speckig. In der Zwischenzeit kann man das Ei mit der Milch und dem Zucker für den Eianstrich verquirlen und ein Backblech mit Mehl bestäuben und den Ofen anstellen und auf 220 Grad vorheizen. Dann den Teig in 12 Stücke teilen, daraus runde Brötchen formen und auf dem Blech verteilen. Mit dem Ei einpinseln. Dann kommt endlich der künstlerische Teil. Ich verwende einfach Mürbeteig als Verzierung. Traditionell wurden diese Hefebrötchen von Christen zum Karfreitag gebacken und zu diesem Anlass mit einem Kreuz verziert.
Aber solch eine Tradition sollte euch nicht einschränken. Lasst eurer Fantasie freien Lauf. Auch Lachgesichter gehen oder Zickzackmuster oder Streifen oder auch gar keine Verzierung. Was auch immer man mag. Wenn man seinen künstlerischen Trieb ausgelassen hat, die Brötchen nochmal abdecken und 30 Minuten ruhen lassen. Dann nochmal mit Ei anpinseln und ab in den Ofen. Die Temperatur nach 5 Minuten auf 190 Grad herunterstellen und 15 bis 20 Minuten weiterbacken. Es braucht ein bisschen Glück, um das richtige Gleichgewicht zwischen einem ganz und gar durchgebackenen Gebäck und einer schönen, nicht zu dunklen Kruste zu finden, wenn man einen etwas temperamentvollen Ofen wie den unseren hat. Aber wenn das Gebäck goldgelb oder in unserem Fall dunkelgold ist, auch von der Unterseite ist es durchgebacken. Solange das Gebäck noch warm ist, mit der Zuckerglasur anstreichen, dann auskühlen lassen. Am besten schmecken die Hot Cross Buns aufgeschnitten und mit Butter bestrichen. Und ich garantiere euch, wenn ihr das Gebäck so duftend in der Küche stehen habt, werden schon bald alle eure Lieben eintrudeln, um den Einzug des kulinarischen Frühlings mit euch zu feiern.